lieber Richard, du bist bestimmt gespannt, was wir heute machen. Und ich habe mich inspirieren lassen, denn ich habe auch damals, als du als Bezirkstagspräsident zum Tag der Franken dieses Buch initiiert hast, auch ein Rezept einschicken dürfen. Und das möchte ich heute gerne mit dir gemeinsam kochen. Es sind die fränkischen Krautkrapfen. Wir brauchen dazu einen Nudelteig, den wir gleich herstellen werden. Die Füllung ist feingewürfelter roher Schinken, Sauerkraut, Zwiebeln, Pfeffer, Kümmel und außerdem noch Brühe und Butter. Wir sind ja hier wirklich in Franken, in einer Gegend, wo auch Kraut angebaut wird. Gleich über dem Berg drüben ist Kraut Ostheim. Du kennst Merkendorf, das Krautdorf, also das ist was typisch Fränkisches und alles andere ist sowieso bei uns aus der Gegend. Eier, Mehl kann man alles bei uns haben. Ja, das ist ja wunderbar. Auch Rostal hatte früher eine Krautradition und es gehört einfach dazu. Und heute werden wir zeigen, dass man zum Kraut nicht nur Nürnberger oder Ansbacher Bratwurst essen kann oder Scheinfelder oder sonstige. Jeder Ort hat ja seine besten Bratwurst, sondern dass man Kraut auch anders verwenden kann. Und das Buch war eben damals gedacht als Nachhaltigkeitsfaktor zum Tag der Franken. Nicht nur feiern, reden, jubilieren, darstellen am 1. Juli 2018, sondern darüber hinaus was haben. Und wir waren alle froh und dankbar in der Bezirksverwaltung, dass viele mitgemacht haben. Du hast auch ein Rezept eingeschickt und ich bin froh, dass wir das heute mal miteinander machen können. Da freue ich mich jetzt drauf. Wir fangen an mit dem Nudelteig. Ja, für Nudelteig brauchen wir 300 Gramm Mehl. Ich habe die Waage schon her. Das wird dann, das können wir hier reinsieben. Das lasse ich dich jetzt einfach mal machen. Das Sieben kannst du vornehmen. Ja, also ich bin ja geübter Beikoch. Im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen Politikern, die große Starkköche sind. Gibt es Muckis? Ja, wunderbar. Habe ich gelernt, mit kleinen Handreichungen manchmal Großes zu erreichen. Wie viel Programm brauchen? 300. Haben wir so viele Leute eingeladen zum Essen? Darum habe ich schon so gemacht. Ich sehe schon da hier. Ja. So, also. Was wir noch erwähnen müssen, dass wir anders als die Fernsehköche und Profiköche, anders als die Fernsehköche unsere Hände gewaschen haben und auch keinen Schmuck anhaben, weil da würde ich immer wahnsinnig, wenn die immer mit den großen Uhren und mit den Ringen da hantieren. Ja, ja. Das widerspricht der Hygiene in der Küche. Das sind lauter Sponsoren, die ihnen die Uhren an die Hand geben, damit es gezeigt wird. So, Mehl haben wir schon nochmal, 300 Gramm. Genau, das steckst einfach wieder da drauf oder lässt neben dran. Es kommt ungefähr ein Löffel Salz rein, 10 Löffel. Und was immer ganz gut ist, wenn man das Salz, das heißt die trockenen Zutaten, gleich mal miteinander vermischt. Dann, bevor die erste Flüssigkeit kommt. Bevor die erste Flüssigkeit kommt, genau so ist es. Ich sehe schon, das wird heute ein Lehrnachmittag, aber ich bin ja froh und dankbar. Jetzt zeige ich dir noch, wie das mit den Eiern ist. Manche schlagen ja die Eier da auf oder dort auf, aber Eier sind auch hochsensibel, sind immer mit Salmonellen behaftet. Du kriegst kein keimloses Ei. Darum muss man mit Eiern immer besonders umgehen. Wir schlagen die da mal richtig auf. Dann kommen sie immer in ein extra Gefäß und dann kannst du sie rein. Das zweite Ei, das wir brauchen, kannst dann du aufmachen. Also jedes Ei extra? Jedes Ei extra, denn es könnte auch mal angebrütetes dabei sein und wenn man es direkt da reinmacht, dann ist die ganze, Mischung im Eimer. Genau, also anschlagen. Genau. Auseinander. Ein Prüfauge. Sieht genauso aus wie das erste. Genau. Dann haben wir und waschen kurz die Hände, das ist mir auch immer wichtig, wenn man mit Eiern hantiert hat. Genau. So, ein bisschen Wasser. Also der Strom ist auch regional. Der Strom ist auch regional. Reicht das bis dann über? Ach ja, ich habe lange Hände. Dann wechseln wir kurz den Arbeitsplatz. Genau. Das ist ja das Schöne hier. Und da kannst du noch die Kniethaken. Ja, aufpassen, dass der richtig auf der richtigen Seite ist. Ich fülle noch ein bisschen Wasser ab und du kannst schon mal verkneten anfangen und dann gehen wir ein bisschen Wasser zu. So, jetzt kommt die gefährliche Arbeit. Das schaut so aus, als könnten wir noch ein bisschen Wasser brauchen. Also das soll ein relativ zäher Teig werden. Und der muss jetzt dann aber auch ungefähr 10 Minuten ruhen, damit das Mehl ausgequollen ist und dass das Gluten, dieses Mehleiweiß, auch komplett aufgeschlossen ist und dann wird der Teig auch geschmeidig. Ja, früher habe ich mir zugeschaut, wenn ich auf der Konsumenten gekocht, gebacken, gefrustet und was weiß ich alles gemacht habe. Und die Landfrauen haben wir immer gekonnt und irgendwie habt ihr es immer geschafft, wenn wir Politiker mit dem Rundgang bei euch waren, war das Essen fertig. Das war gut.
Nein, und da haben wir natürlich auch gerade viele Bevölkerungsteile, die jetzt im Kochen nicht so eng beieinander waren, gesehen, wie man sowas macht. Aber da ein bisschen zu viel Wasser rein, dann geben wir noch ein bisschen Mehl rein. Ja. Dass er schön zäh wird. Und dann nehmen wir ihn raus und dann können wir nämlich kneten. Ja, das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht, die Konsumenten, muss ich sagen. Und da haben wir auch wirklich unsere Produkte in Nürnberg im breiten Publikum vorstellen können. War sehr wertvoll. Du hattest Glück, wenn bei dir das Essen fertig war. Unseren Landrat und Landratsabgeordneten haben wir immer zum Kochen eingespannt. So, ja, ja. Wir haben unsere Landfrauenschürze umgebunden gekriegt und mussten dann in der Vorführküche da mal zeigen, was sie können. Oh. Und da denke ich natürlich noch an unseren Altlandrat, weil der Schneider, keines Zeichens gelernter Metzger, der, der hat die anderen mal gezeigt, was ordentlich schneiden ist. Der hat gewusst, wie man schneidet und den Finger nicht gehört. Also ich glaube, dass das gut ist, Richard. Ja, wunderbar. Möchtest du die rausnehmen? Dann sind wir oben drauf. Genau. Ich prüfe den Teig mal. So, ich werde den Teig jetzt schnell noch ein bisschen durchkneten, denn das war mein Fehler, dass ich dir da zu viel Wasser rein habe. Aber das ist das Problem, wenn einer rührt und einer, und einer reinschüttet, dass man es dann nicht im Gefühl hat. Aber ich glaube, jetzt ist er schon ganz gut. Wir machen zwei Kugeln draus, die wir dann später zu einer Rolle verarbeiten und stellen den Teig her. Schau, dass ich hier die Reste alle mit reinbringe. Genau. Siehst du mal, so eine Teigkarte, die ist zu allerhand nütze, wenn man die nimmt. Und dann. Die geht schon ewig. Das ist eine technische Erfindung gewesen, die wirklich über Generationen. Und die in keiner Küche fehlen darf. Ich stelle noch eine Schüssel drauf, lass den Teig ruhen, wasche meine Hände und dann machen wir mit dem Schinken weiter. So, Richard, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Du fängst schon richtig an. Das ist schon mal gut, das ist eine gefährliche Arbeit. Ne? Das ist eine gefährliche Arbeit. Das machen wir jetzt in kleine Würfelchen. Also für mich ist Kochen ein Stück Lebensqualität. Das wird jetzt verwischen zwischen, ist der gleiche Schinken, ne? Das ist der gleiche Schinken. Also. Und schon her, ich habe da noch eine Teigkarte hergelegt, das saubere, weil ich finde, man damit kann man toll arbeiten. Stimmt. Außer Schinken braucht man als Füllung noch was. Zwei Zwiebeln. Hast du schon mal richtig Zwiebeln schneiden gelernt? Oder hat dir das schon mal jemand gezeigt? Nee, ich krieg schon immer abgeschält. Das ist halt der Service. Also für dich muss da auch noch so ein kleines Messer drin sein. Geht gut mit einem Schälmesser, die sind leicht gebogen. Also einmal den Boden. Und einmal die Decke und dann kann man schon anfangen runter zu ziehen. Und da sehe ich, dass meine schon wieder innen nicht mehr ganz so schön ist. Ja, die Zwiebeln sind jetzt einfach noch nicht ganz fertig, die neuen. Und die alten wollen halt auswachsen. Die möchten wieder treiben. Ja, ja. Und wenn man sie dann nicht treiben lässt, dann geht's. Nicht ganz, sondern. Ja. Ich hoffe, dass das Messer scharf genug ist. Mhm. Wunderbar. Ich habe es jetzt natürlich leichter, ich habe jetzt die kleinere. Ne? Das macht nichts. Ist ja auch ein Lerneffekt. So. Und dann machen wir einmal quer. Auch bis knapp vor hinten. Und jetzt so nach unten. Aha. Und dann hast du schöne kleine feine Würfelchen. Dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Dann müssen wir hoffen, dass wir. Ich habe ja noch eine, ne? Also, ja, du hast noch eine? Ja. Ich mach schon mal an der Pfanne. Mach doch mal weiter. Ich lerne ja hier. Also du hast schon viel gelernt in deiner Karriere als Schnippler. Du stellst dich gar nicht dumm an. Danke für das Kompliment. Ich gebe es heute Abend weiter an die Lehrmeisterin. Was ist denn? Wenn du da schabst mit dem Messer, immer mit dem Messer rücken bitte, dann bleibt das Messer nämlich auch länger scharf. Die Theorie ist gut. Da kriege ich immer so mittlere Anfälle. Ich bin ja in der Schule und wenn ich dann das höre ich schon von aller Weiten, da kann ich in der hintersten Koje sein, wenn das vorne so macht. Ja, ich mache das heute, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Was lernen, damit ich was vorbereite? Naja, das soll ja klar. Genau. So. So, jetzt. Kommt er. Jetzt kommt unser Teig. Wir geben uns Mehl auf die Arbeitsfläche. Das ist auch praktisch, ne? Ja, das ist irgendwie. Da kommt unten auch mit raus. So, ich kriege auch einen? Ja, du kriegst einen. Und dann am besten auch oben ein bisschen drauf. Und jetzt habe ich natürlich nur ein Nudelholz, aber das macht nichts. Ich schaue erst nochmal bei dir zu. Ich schaue erst nochmal bei mir zu. Also das ist sehr schwer. Das hilft aber, dass man selber nicht so viel Kraft braucht, wenn das Nudelholz schwer ist. Und jetzt machen wir hier ein großes Eck.
Und du merkst schon, wenn es hier anfängt, ein bisschen zu kleben, dann muss man schauen, dass wir noch ein bisschen Mehl drüber bringen. Das Video verkaufen wir an Telekolleg und was weiß ich. Also das ist der... Muss noch ein ganzes Stück größer werden? Größer! Hast du Platz mit den Zwiebeln oder soll ich die Zwiebeln wegnehmen? Nee, das geht schon so. Geht schon. Ja, weil wir brauchen schon ganz schön Platz hier. Ja, das merke ich schon. Das wird schon richtig... Aber wenn es in alle Richtungen geht... Richtig rechteckig. Das muss man jetzt auch noch vergrößern. So, jetzt habe ich meinen auch ausgewählt. Siehst, man kann relativ dünn machen, den Nudelteig. Und jetzt kommen wir zur Füllung. Wir haben unser Kraut, das wird jetzt drauf verteilt. Auf das Kraut geben wir dann die Zwiebeln und den Schinken und am Schluss noch ein bisschen Kümmel. Ja, Kümmel muss sein, das ist immer auf jeden Fall dazu. Guter Pfiff. Manche mögen den Kümmel nicht so zum Beißen, da kann man auch gemahlenen Kümmel nehmen. Aber ich finde... Da muss man sich halt vorher erkundigen, wer kommt. Oder man merkt es im Laufe des Lebens. Ach, ich sage immer, wenn ich koche, dann koche ich so, wie ich das mag. Man kann es ja verschieden machen, ne? Genau. So, und jetzt nehme ich hier Schinken und Zwiebeln. Bei den Zwiebeln glaube ich mir dafür bei dir. Dafür haben wir einen Schinken bei dir. Ja, schau, wie schön du die geschnitten hast. Das ist ja toll. Hm? Und ich bin echt Fan von Teigkartenarbeit. Schau, ich habe auch noch eine ganz große. Ui, genau. Apropos trinken. So, wenn die Fränkinnen und Franken kochen, so ein kleiner Silvaner, nicht heute, weil wir sind ja mit dem Auto da, aber ist immer zu empfehlen, weil Kochen ist ja was Ganzheitliches. Aber heute machen wir mal ohne Silvaner. Heute machen wir mal. Aber der Werbeblock muss sein, weil es ist ja nicht nur Essen, sondern auch Trinken. Gehört auf jeden Fall dazu. Der Werbeblock gehört auf jeden Fall dazu. Und ich mache jetzt den Werbeblock für den Kümmel, denn der Kümmel ist gut für die Verdauung und darum streuen wir da auch noch ein bisschen Kümmel drauf. Übrigens ist das Sauerkraut ja auch was Ganzheitliches, Wertvolles, denn es ist einfach Nahrung für unsere Darmbakterien, ja. Das muss man jetzt so sagen, und dadurch hat man eine gute Verdauung. Manche jammern, weil Kraut blähend ist, aber man kann sich mit dem Kümmel, der hilft oder wirkt einfach dagegen, und den sollte man immer einsetzen. Wer ihn nicht so im Ganzen mag oder nicht so viel mag, der soll ihn einfach gemahlen drunter tun, dann ist kein Problem. So, Richard, jetzt machen wir unsere Rollen davon. Jetzt rollen wir das Ganze auf. Klapp mal das da rein, wo wenig Füllung ist. Muss gar nicht so toll sein. Und ich, weil wir nicht zur Pfanne kommen, kommt die Pfanne jetzt zu uns. Ich habe hier in einer großen Pfanne Brühe zum Kochen gebracht. Die Brühe ist schon heiß. Jetzt kommt also die Brühe das. Ist heiß und da zeige ich dir jetzt, was wir damit machen. Und zwar nehmen wir unsere Rolle und schneiden die Stücke ab. Die dürfen ruhig eine gewisse Höhe haben. Und das kommt jetzt hier in die kochende Brühe rein. Auf den Kopf. Wird dann ähnlich wie beim Rosenkuchen oder bei den Hefeschnecken, wird das dann so jetzt, ja, nebeneinander hingestellt. Und dann ist immer die große Frage, wenn man schneidet, wie hoch darf ich sie schneiden, damit die ganze Pfanne auch bedeckt ist dann. Und notfalls kann man sie aber auch noch ein bisschen flach drücken, denn die Pfanne soll ausgefüllt sein. Riechst du an der Brühe was Besonderes? Ja, ist also irgendwie würziger. Also sag ich einmal, als die landläufigen Brühe, oder? Ja, und irgendwie zwar, ist ein Geheimnis drin, ich merke schon. Es ist ein großes Geheimnis. Ein großes Geheimnis. Das werden wir dann heute mal lüften. Und zwar stelle ich mein Brühpulver selber her. Wenn du jetzt hier ins Trockene reinlegst, riecht es noch wenig bis gar nichts. Stimmt. Aber das ist im Sommer, wenn man auch Gemüse dann einlagert, hat man oft Zwiebeln, die schon ein bisschen auswachsen. Psst. Die Rückseite nehmen. Oder die Teigkarte. Ich habe die Rückseite. Ne, Sellerie, Karotten, Maggikraut, also Liebstöckel, Zwiebeln, Gewürze, das kann da alles rein. Das wird durch den Fleischwolf gedreht. Dann gibt es so eine Paste und man kann das entweder mit Salz vermischt dann als Paste stehen lassen, feucht. Man kann diese Paste aber auch im Ofen trocknen über Nacht und dann zerhäcksel ich die im Mixer. Der macht das dann klein und dann entsteht das Pulver und man hat
Ja. Also das ist dann wirklich eine würzige Brühe aus dem Garten. Genau, das ist keine... Und wir haben es geschafft, die Pfanne voll zu machen. Super, sehr. Ja, mal ein bisschen. War ja mal anders zu erwarten bei uns zwei, dass wir das auf Anhieb schaffen. So, und jetzt darf der... Jetzt darf das hier ungefähr 15 Minuten ziehen. 15 bis 30, je nachdem. Man kann es schwer immer einschätzen, wie lange es braucht, denn der eine hat eine kleinere Pfanne und macht höhere Nudeln und man muss immer sehen, wenn die Flüssigkeit aufgesaugt ist und wenn man das Gefühl hat, die Nudeln sind auch oben gar, dann ist es fertig. Stimmt, die Nudeln muss durch sein. Genau, was ich sehr gern dazu mag, ist eine Tomatensauce. Da brauchen wir aber gar nicht lang rummachen. Auch da kommt noch ein bisschen Butter rein. Auch bei den Tomaten ist es so, ich habe ja auch einen großen Garten draußen mit vielen Tomaten. Ich mache kleine Einbrenne mit Butter und Mehl und gebe dann dieses von meinen Tomaten hergestellte Tomatenmark rein. Aus dem eigenen Garten. Aus dem eigenen Garten und schmeckt es ab. Geht auch ganz einfach. Es werden immer die Tomaten, die Strünke rausgeschnitten mit Zwiebel, Basilikum, Petersilie, alles was man vom Geschmack her drinnen haben will, wird aufgekocht, dann durch Sieb gestrichen, damit die Schalen und Körner draußen sind. Die Flotte Lotte, die ist für mich immer ein bisschen... Ja, da muss ich mehr sauber machen hinterher, als wenn ich bloß durch Sieb streich. Die und geht sehr gut. Dann fülle ich in Gläser ab und koche es ein und habe das ganze Jahr eigentlich Pizza oder Pasta oder Tomatensauce. Kann man immer machen. Die mache ich jetzt dann einfach nebenbei noch dazu und dann schauen wir mal, wie unsere Krautkrapfen werden, wenn sie fertig sind. Wunderbar. So, und für den Geschmack und für die Geschmeidigkeit geben wir jetzt hier noch ein bisschen Butter mit rein. Das habe ich jetzt in meiner Aufregung, weil der Richard heute mal in der Küche ist. Ganz vergessen, weil die schmilzt natürlich viel besser, wenn ich die von vornherein in die heiße Brühe reingebe, als wenn ich sie im Nachhinein zufüge. Aber zufügen sollte man sie auf jeden Fall, denn das macht die Nudel einfach noch einmal viel geschmackiger. Wow!